stattgefunden mit den Initianten und auch mit der Schweizerischen Nationalbank. Es gibt eine zweite Anhörung jetzt Ende August, wo Wissenschaftler noch dazu befragt werden, was sie von der Initiative halten. Wir rechnen damit, dass die Initiative wohl Mitte 2018 vors Volk zur Abstimmung kommt. Der Grund für die heutige Medienkonferenz ist der Versand der Publikation, die vor Ihnen liegt. Sie heißt Vollgeld Ja zum Bankenplatz Schweiz, Information für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Schweizer Banken. Diese Publikation ist eine für die Öffentlichkeit gedachte Broschüre, die Studien, die intern gemacht wurden, schön zusammenfasst und auf den Punkt bringt. Die Informationen dazu finden sich auf unserer Webseite öffentlich zugänglich. Die Broschüre, die Publikation, wie gesagt, für die Öffentlichkeit und vor allem natürlich für die Banken und ihre Mitarbeiter gemacht. Wir wollen damit Informationen aus erster Hand direkt in die Banken hineinbringen, direkt zu den Mitarbeitern. Wir werden diese Broschüre diese Woche, respektive dieser Prozess ist bereits schon dabei, nämlich seit gestern wird diese Broschüre in über 2000 Deutschschweizer Bankfilialen versendet. Wir wollen mit dieser Broschüre auch sachliche Informationen verbreiten, direkt in die Chefetagen und zu den Mitarbeitern und etwas gegen die Polemik der Bankiervereinigung entgegenhalten. Die Vollgeldinitiative, wenn man sie verstehen will, dann muss man auch ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Da gibt es nämlich eine spannende historische Parallele und die ist ganz wichtig fürs Verständnis. Wir hatten von 1848 bis 1891 in der Schweiz eine Zettelflut. Denn 39 private Geschäftsbanken konnten dann zumal eigene Noten herstellen. Man muss sich das mal auf der Zunge vergehen lassen. 39 verschiedene Zehnernoten. Absolut unvorstellbar heute. Die Folge war auch dazu mal Bankenkrisen, Unsicherheit und Beeinträchtigung des Zahlungsverkehrs. Weshalb war das so? Wenn man eine Note hatte von einem Bankinstitut, dann wusste man nie genau, war diese Note noch tatsächlich etwas wert, weil sie ja direkt vom Wert der Bank abhing. 1891 hat der Bundesrat dem Parlament den Vorschlag gemacht, eine Verfassungsinitiative vors Volk zu bringen. Er wollte nämlich dieser Zettelflut Einhalt gebieten und der neu zu gründenden Nationalbank das Banknotenmonopol übertragen. Das Volk hat diese Initiative 1891 angenommen. Ab 1891 war es dann so, dass die Nationalbank dafür zuständig war, Banknoten zu erzeugen und im Umlauf zu bringen und der Bund prägte die Münzen. Beide taten das im Gesamtinteresse des Landes und die Erlöse aus dieser Geldherstellung, die kam allen zugute. Heute ist es so, wenn eine Tausendernote neu gedruckt wird, dann sind die Produktionskosten 30 Rappen, der Erlös daraus sind 999 Franken 70. Dieser Erlös kommt der Allgemeinheit zugute. Heute, über 100 Jahre später, zu diesem Volksentscheid von 1891, haben wir eine ähnliche Situation wie vor 1891. Die privaten Geschäftsbanken haben nämlich wieder einen Weg gefunden, selbst eigenes Geld herzustellen, aber auf technologisch höherem Niveau. Es ist heute so, dass 90% unseres Geldes elektronisches Geld ist, nicht von der Nationalbank kommt und nicht vom Bund kommt. Dieses elektronische Geld, das wird auch Buchgeld oder Giralgeld genannt in der Fachsprache, dieses Geld, das kommt von privaten Geschäftsbanken wie UBS, CS, Raiffeisen und so weiter und so fort. Dieses elektronische Geld entsteht immer dann, wenn eine Bank einen Kredit vergibt oder Wertpapiere kauft. Es ist ein Märchen, allerdings ein sehr weit und gut verbreitetes, dass Banken Spargelder bei der Kreditvergabe weitergeben. Das ist de facto buchungstechnisch unmöglich, auch wenn es immer wieder von Ökonomen, von Banken und manchmal auch von Journalisten so berichtet wird. Nun, was will die Vollgeldinitiative? Die Vollgeldinitiative will sich rückbesinnen auf den Volksentscheid von 1891, wo ganz klar das Volk sagte,
dass die Nationalbank das Geld herstellen soll. Die Vollgeldinitiative will, dass die Nationalbank zukünftig auch alles elektronische Geld, das wir benutzen fürs E-Banking oder fürs Bezahlen mit der Karte, herstellt. Die Nationalbank würde dann nicht nur die Noten und Münzen herstellen, sondern eben auch das elektronische Geld. Und zwar im Gesamtinteresse des Landes. Die Vorteile vom Vollgeld, ganz kurz die wichtigsten Punkte zusammengefasst, sind, dass Vollgeld sichere Konten zur Folge hätte. Heute sind unsere Konten nicht sicher. Das Geld auf unseren Konten, das gehört zur Bilanz der Bank, wo dieses Konto ist. Und wenn die Bank nicht solide arbeitet und in Schieflage gerät, dann ist auch unser Konto in Gefahr. Mit der Vollgeldinitiative wären die Zahlungsverkehrskonten ausgelagert aus der Bankbilanz und wäre deshalb ein sicheres Konto. Und das elektronische Konto würde zu echten Schweizer Franken. Heute ist per Gesetz und per Verfassung nur Münzen und Noten gesetzliche Währung, also Schweizer Franken. Das elektronische Geld ist da nicht erwähnt, ihm fehlt die Gesetzesgrundlage. Mit der Vollgeldinitiative würde das elektronische Geld gleichwertig zu Bargeld, es wäre deshalb echtes Geld. Ein weiterer Vorteil von Vollgeld wäre die Entlastung der Steuerzahler und der Realwirtschaft, weil eben die Geldschöpfungsgewinne der Nationalbank mit dem elektronischen Geld der Allgemeinheit zukommen würde. Die Vollgeldinitiative würde eine fairere Marktwirtschaft bewirken. Heute ist es eine unglaubliche Wettbewerbsverzerrung, dass Wirtschaftsteilnehmer wie Banken einerseits an der Wirtschaft teilnehmen und gleichzeitig aber auch das Geld herstellen können. Das ist eine unglaubliche Marktverzerrung. Wir sind der Meinung, dass Vollgeld innerhalb der Banken für gleiche Spießen sorgen würden und innerhalb der Marktwirtschaft für gleichere Ausgangslage. Darüber hinaus würde Vollgeld auch zu einer Entschuldung der Gesellschaft führen, weil neues Geld nicht wie heute immer gezwungenermaßen als Kredit, also als Schuld in Umlauf kommt, sondern schuldfrei ausgegeben werden könnte. Ich übergebe nun sehr gerne an Reinhold Haringer. Ja, meine Damen und Herren, auch Grüezi von meiner Seite. Sie haben von Raphael gehört, was die Absichten und Ziele der Vollgeldinitiative sind. Ich möchte nun im Folgenden mich kurz darauf konzentrieren, was für Auswirkungen die Vollgeldinitiative für die Bankkunden hat und für die Wirtschaft im Allgemeinen auch. Das geht nicht ganz ohne Buchhaltung, aber ich werde versuchen, das möglichst kurz zu halten. Was passiert am Stichtag? Für die Kunden der Banken ändert sich eigentlich nicht viel. Sie können ihr Sparkonto und ihr Zahlungskonto ohne weiteres bei der bisherigen Bank belassen. Am Tag der Umstellung werden die Zahlungskonten der Kunden aus der Bankbilanz ausgegliedert und von den Banken dann nur noch treuhänderisch verwaltet. Und da die Bank nach diesem Vorgang den Kunden nichts mehr schuldet, wäre die Bankbilanz nicht mehr im Gleichgewicht und deshalb braucht sie ein Darlehen von der Nationalbank. Dieser Vorgang ist hier in der Bankbilanz dargestellt. Die Schulden gegenüber den Kunden reduzieren sich, jene gegenüber der SNB erhöhen sich. In der Bilanz der Nationalbank erhöhen sich umgekehrt die Forderungen gegenüber den Banken im Umfang des bisher umlaufenden Buchgeldes. Das Konto Buchgeld, das gibt es bisher noch nicht. Dieses wird mit der Vollgeldreform erst geschaffen. Dieses neue Bilanzkonto Buchgeld beinhaltet alles Buchgeld auf Vollgeldzahlungskonten, die von den Banken dann außerhalb der Bankbilanz verwaltet werden. Dass dieses Geld auf der Passivseite der Nationalbank geführt wird, entspricht der heutigen Praxis. Auch heute führt die Nationalbank das Konto Notenumlauf auf der Passivseite der Bilanz. Diese neuen hohen Schulden der Banken können mit den sehr hohen Guthaben, die die Banken heute bei der Nationalbank haben, verrechnet werden, sodass per Saldo nur noch ein relativ geringes zusätzliches Darlehen erforderlich sein wird. Soviel zum Verhältnis Banken-Nationalbank.
Wie bereits gesagt wurde, auch von Raphael, müssen die Bankkunden nichts machen nach der Umstellung auf Vollgeld. Alle Konten und alle Kreditverträge laufen so wie bisher weiter. Auf allen Konten, die dem Zahlungsverkehr dienen, befindet sich dann aber Vollgeld, das heißt elektronisches Geld, das von der Nationalbank garantiert wird. Das Geld gehört dann nur noch und eindeutig den Kontobesitzern und es geht nicht verloren, falls eine Bank in Schieflage gerät. Rechtlich wird in Zukunft auch das Buchgeld ein gesetzliches Zahlungsmittel sein, so wie heute die Banknoten auch. Aber gleich wie die Banknoten werden auch die Vollgeldkonten in der Regel keinen Zins abwerfen. Wer einen Zins haben will, der muss das Geld auf das Sparkonto überweisen oder auf ein anderes Anlagekonto. Unsere Gegner behaupten, dass die Folge sein wird, dass wir höhere Gebühren auf dem Zahlungskonto haben werden. Wir teilen diese Auffassung nicht, denn der Zahlungsverkehr, der wird weiter rationalisiert und wird sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sehr stark verändern, Stichwort Fintech. Die Banken werden ihre Monopolstellung im Zahlungsverkehr mehr oder weniger verlieren. Und unter dem Druck der Konkurrenz und der technologischen Entwicklung ist daher kaum mit höheren Gebühren zu rechnen. Eine zentrale Frage ist natürlich, wie sich das Vollgeld auf die Volkswirtschaft als Ganzes auswirken wird. Wir sind überzeugt, dass verschiedene Faktoren zu einer Stärkung der Realwirtschaft beitragen werden. Das ist einmal zunächst der Faktor, dass das Geld, das neu geschaffen wird, immer direkt in die Realwirtschaft kommen wird, wenn es über den Bürger oder über den Staat in Umlauf gebracht wird. Heute ist es ja so, dass ein sehr großer Teil, 70-80% des neu geschaffenen Geldes in die Finanzmärkte fließt und dort zu den bekannten Exzessen führen kann. Der zweite Faktor ist, dass das Geld schuldfrei in Umlauf kommen wird und das reduziert insgesamt die Verschuldung der Gesellschaft und damit auch die Zinslast der Wirtschaft und auch das trägt zu einer Stärkung der Realwirtschaft bei. Die positive, stimulierende Wirkung einer Vollgeldreform auf die Realwirtschaft wurde in einer Studie des IWF untersucht. Und wenn man die Ergebnisse dieser Studie, natürlich relativ grob, auf die schweizerischen Verhältnisse überträgt, so kommt man zum Ergebnis, dass innerhalb von 10 Jahren in der Schweiz etwa 140.000 Arbeitsplätze mehr hätten geschaffen werden können. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, derartige Vergleiche, aber es geht darum, die Tendenz und die Richtung zu sehen, in die eine Vollgeldordnung sich auch auswirken wird. Aber letztlich hängt die Auswirkung einer Vollgeldreform natürlich von den konkreten Entscheiden der Nationalbank ab. Die Vollgeldinitiative macht keine konkreten Vorgaben zu den Details einer Bankenregulierung. Sie macht auch keine konkreten Vorgaben zu den Details der Geldpolitik, welche die Nationalbank betreiben soll. Das ist alles der Nationalbank überlassen. Und die Nationalbank hat natürlich den gesetzlichen Auftrag, so wie bisher auch, eine Geldpolitik zu betreiben im Interesse des gesamten Landes. Deshalb könnte man allfällige negative Auswirkungen auch kaum einer Vollgeldreform zuschreiben, sondern hätte mit konkreten Entscheiden der Nationalbank zu tun. Vielleicht noch ein Wort zu den Zinsen, die sind ja sehr zentral in unserem System. Und wir sind der Auffassung, dass sich das Zinsniveau durch die Vollgeldreform nicht erhöhen wird, sondern dass auch hier die Entscheide der Nationalbank entscheidend sein werden. Der Marktzins wird nach wie vor von der Nationalbank bestimmt, also der Leitzins. Und es kommt sehr darauf an, welche Politik die Nationalbank dabei verfolgt. Die Banken werden einen Zuschlag zum Leitzins der Nationalbank machen, damit sie ihre Kosten decken können. Dieser Zuschlag steht aber unter Beobachtung des Marktes, das heißt, die Banken stehen in einer großen Konkurrenz und haben ein Interesse daran, Kredite zu günstigen Bedingungen anzubieten. Und wenn das allgemeine Zinsniveau trotzdem mal zu stark steigen sollte, dann hat die Nationalbank die Möglichkeit, Gegensteuer zu geben.
Auch die Inflation ist nach unserer Auffassung bei der Nationalbank besser zu kontrollieren, wenn sie die Geldmenge direkt kontrollieren kann, als wenn sie das nur indirekt über die Zinssteuerung tun kann. Und wir sehen ja im Moment auch mit den Nullzinsen, dass dieses Steuerungsinstrument mehr oder weniger versagt. Also insgesamt sind wir sehr der Auffassung, dass die Vollgeldinitiative positive Auswirkungen haben wird. Das haben verschiedene Studien auch bestätigt, die in einer Studie wiederum, einer Metastudie der KPMG Island zusammengefasst wurden. So viel aus meiner Sicht für den Moment. Grüezi miteinander. In den nächsten 15 Minuten werde ich die Auswirkungen auf die Banken, die Betroffenheit der einzelnen Bankengruppen und die Vorteile der Vollgeldreform auf die Banken im Allgemeinen schildern und sie hoffentlich überzeugen. Ich bin der da, schon lange ehemaliger Direktor der UBS, habe sehr gute Beziehungen mit der UBS, also bin nicht im Krach und deshalb hier tätig. Ich bin aber auch ein besorgter Bürger. Also, die Banken bleiben Banken. Zahlungsverkehr, Kredite, Vermögensverwaltung, das passiert nach wie vor. Nur die Banken können nur noch das Geld verleihen, das sie von Sparern, Investoren zur Verfügung gestellt erhalten. Und wenn das nicht reicht, dann ist die Nationalbank da und versorgt die Banken mit dem nötigen Geld. Das Buchgeld wird in den Bankbilanzen wie Bargeld verbucht. Software für Zahlungsverkehr muss nicht geändert werden. Zahlungsverkehr läuft wie bisher. Nur gehen eben die Zahlungsströme über die Nationalbank. Die Banken, weil sie eigentlich alle Funktionen noch haben, bestehen bleiben, wird auch in etwa gleichem Umfang Mitarbeiter benötigen. Vielleicht ist es sogar möglich, dass mit einem sicheren, zukunftsfähigen Bankenplatz, Finanzplatz Schweiz, gestärkt durch das sichere Vollgeldsystem, neue Kunden, zum Beispiel in der Vermögensverwaltung, gewonnen werden können und in diesem Bereich sogar neue Arbeitsplätze entstehen. Die Arbeitsplatzverluste durch Computerisierung der Abläufe, und das geht weiter, durch Verlagerung in Billiglohnländer auch zu befürchten oder durch neue elektronische Zahlungssysteme, die weniger menschliche Interaktion brauchen, das sind Prozesse, die mit Vollgeld überhaupt nichts zu tun haben. Die Umstellung der Giroguthaben, also des Girogeldes in Vollgeld, ist für die Banken eine neutrale Buchung in der Bilanz. Anstatt ihren Kunden schulden sie nun dieses Giralgeld der Zentralbank. Ob eine Bank kostenlos selbst Geld herstellt, wie das jetzt der Fall ist, oder von der Nationalbank leiht, macht keinen Unterschied. Allerdings, bis 2014 erzielten die Schweizer Banken aus der Geldschöpfung einen jährlichen Gewinn von etwa 3 Milliarden, also die Gratis-Geldschöpfung. Wenn die Banken elektronisches Geld kostenlos herstellen konnten und damit Kredite finanzierten und Zinsen einnahmen, hatten sie eine höhere Zinsspanne als die anderen kleineren Banken und andere Finanzunternehmungen, die kein Giralgeld schaffen konnten.
auch bei steigenden Zinsen, was ja aus der Sicht eines Rentners zu erhoffen ist, gibt es keine Vorteile mehr der Großbanken gegenüber den kleineren Banken, weil die Schaffung von Sichtgeldern fällt ja weg. Es gibt dann auch weniger Verzerrung des Wettbewerbs zwischen den Großen und den Kleinen. Auch die Versicherungen, Pensionskassen, Investitionsfonds sind dann auf der gleichen Ebene. Die Raiffeisenkassen, Regional- und Kantonalbanken werden von der Umstellung auf Vollgeld sehr wenig merken. Da passiert fast nichts. Die Großbanken aber müssen sich stärker um die Vorfinanzierung ihrer Investitionen kümmern. Die Geldschöpfung der Schweizer Banken. Also eben die Schöpfung von Giralgeld ist zur Hälfte den Großbanken zuordnen, 359 von 330 Milliarden Stand Ende 2014. Nicht ganz sicher, aber es hat seither praktisch keine Veränderung gegeben, sagen mir die Kenner. Ist klar, die Regionalbanken und Sparkassen, die Raiffeisenbanken, die werden finanziert von den Sparern. Die übrigen Banken, das ist so Postfinanz, Börsenbanken, ausländische Banken, die schöpfen auch Geld über Giralgeld. Und die Filialen ausländischer Banken, da gibt es sogar mehr Ersparnisse als Investitionen. Also das ist eine Minusschöpfung. Die Deckung der Kredite der Aktiven der Bank durch Kundengelder. Also den Krediten und Investitionen der entsprechenden Bankengruppen stehen folgende Prozente an Kundeneinlagen gegenüber. Klar, wie wir schon gehört haben, Raiffeisenbanken sind finanziert. Die Großbanken haben eine große Lücke zwischen den Ersparnissen, Zeitgeldern und ihren Ausleihungen, Investitionen. Und die Großbanken müssen sich stärker um ihre Refinanzierung kümmern, weil sie ja nicht selbst Geld schöpfen können. Und das natürlich haben die Spargelder. Sie können Kredite am Geldmarkt aufnehmen oder bei der Nationalbank. Nationalbank ist die Institution, die Lücken füllt, aber kontrolliert, nicht unkontrolliert wie heute. Also auch in Zukunft werden die Kredite finanziert durch Spargelder, Bankanleihen, Gelder aus Kredittilgungen, Kredite von anderen Banken. Die Geldmenge bleibt ja bei der Umstellung die gleiche. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Und die Schweiz hat eine sehr hohe Sparquote von 30%. Also es wird nicht zu einer Finanzierungsklemme der Banken kommen, insbesondere wenn die Nationalbank noch bereit ist, Geld einzuschießen. Mit Vollgeld werden alle Guthaben auf unseren Zahlungskonten, also Privatkonto, Girokonto, zu gesetzlichen Zahlungsmitteln, zu elektronischem Bargeld. Wenn eine Bank in Konkurs gerät, gehen die Franken auf den Privatkonten nicht mehr verloren.
Der Zahlungsverkehr wird von der Bankbilanz unabhängig. Banken können in Konkurs gelassen werden, wenn es nötig ist, ohne dass der Zahlungsverkehr, der für die Wirtschaft unabdingbar ist, kaputt geht. Das Too Big to Fail, also diese effektiven in einem Fall, diese möglichen riesen Unterstützungen der überbordenden privaten Banken, das wird viel weniger nötig sein, dass man sich da mit einer riesigen Bürokratie, Basel II, FINMA, Nationalbank, Swissfinish, dafür vorsieht, dass wenn Banken in Schräglage geraten, dass die Volkswirtschaft nicht kollabiert. Man könnte sogar sagen, dass eigentlich neue Kreativität möglich sein sollte, wenn die Banken nicht so stark reguliert werden müssen, wenn eine Deregulierung möglich wäre. Die Liquiditätsplanung für die Banken wird viel einfacher, weil das Giralgeld, das da jetzt hin und her fließt zwischen den Banken, das geht über die Nationalbank. Also wenn ich einzahle an einen Gläubiger, geht das Geld bilanzmäßig nicht über die Bank, technisch natürlich durch die Konti, aber der Zahlungsstrom geht direkt über die Nationalbank. Das tägliche Clearing, was ein Riesenproblem für die Banken ist, ist in diesem Sinne sehr entlastet, weil nur noch die echten Kredite zwischen den Banken da ausgeglichen werden müssen. Heute können sich die Großbanken zu niedrigeren Zinsen finanzieren, dank der faktischen Staatsgarantie, als sie dies in einer freien Marktwirtschaft tun müssten. Damit können Großbanken im Vergleich zu den kleineren, nicht too big to fail Banken nicht mehr günstiger finanzieren. Der Wettbewerb wird wesentlich ausgeglichener. Man muss auch sagen, dass diese riesen Compliance-Anforderungen, die man eigentlich wegen der Großbanken einführen müsste, auch auf die kleinen Banken appliziert werden und dort natürlich zu einem viel größeren prozentualen Aufwand führen. Also diese extreme Regulierung ist vor allem ein Wettbewerbsnachteil für die kleineren Institute. Übrigens, too big to fail sind in der Schweiz heute aus internationaler Sicht die UBS und die CS. Aus nationaler Sicht hat man auch jetzt die ZKB und die Postfinance, die Raiffeisen, und man denkt an die Postfinance, dass man die auch zu den relevanten Banken zählt, dass man die retten müsste. Wie ist es für die Mitarbeiter? Nur 49% der Bankmitarbeiter identifizieren sich mit ihrer Tätigkeit. Nur 18% der Kader und 23% der Mitarbeiter sagen aus, dass sie einen Beitrag zum Wohl der Allgemeinheit leisten. Das ist aus einer Studie 2016 von einem unverdächtigen Newsportal. Die gesellschaftliche Funktion des Bankmitarbeiters wird plausibler, klarer. Und Banker müssten eigentlich mit weniger schlechtem Gewissen
herumlaufen, als wir das seit langem tun, schon zu meiner Zeit vor 20 Jahren. Jetzt habe ich noch eine persönliche Bemerkung. Also ich war Direktor der UBS, also damals war der SBG, ich bin 20 Jahre pensioniert, die Immobilienkrise 88, 95, Sie erinnern sich, vor allem wiederum der Großbanken, hat meine Bank damals 10 Milliarden abgeschrieben, die Schweizer Banken 50 Milliarden. Das war falsche Anreize, Ehrgeiz, Gier auf allen Ebenen. Und ich kenne das, ich war Täter dort auch. In der US-Bankenkrise 2008 hat die Regierung mit 4.000 Milliarden Dollar, das sind mehr als 10.000 Dollar pro Person, die Banken gerettet. Superboni an die Direktoren und höher das Problem. Die 4.000 Millionen Schulden sind beim Staat. Wer zahlt dafür? Das Volk. Persönlich hoffe ich, dass die vertiefte Auseinandersetzung mit der Vollgeldinitiative in der Schweiz zu einem besseren Verständnis der Funktion der Banken und des Geldes im Rahmen der Volkswirtschaft führt. Ich glaube, mehr und mehr wird auch die internationale Ausstrahlung wirken. Ich glaube, nur in der Schweiz ist es möglich, oder ist klar, nur in der Schweiz kann eine solche Diskussion im Rahmen des direktdemokratischen Prozesses stattfinden. Und das finde ich so gut an dieser Initiative. Die Vollgeldinitiative würde die Exzesse an der Basis nicht verunmöglichen, aber sehr viel schwieriger machen. Und ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit, haben nämlich wieder mal überzogen, aber das kann es geben.